Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Malama Live. Auf diesem Kanal dreht sich alles, wie wir mit unseren Fingern singen lernen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Lauf spielt, der für beide Hände notiert ist, aber sich so anhört, als ob es aus einem Guss bzw. nur mit einer Hand gespielt wird. Wir haben oft Läufe in der Klassik, in der Romantik, die groß sind, über mehrere Takte sind und natürlich müssen beide Hände involviert sein. Das spielen beide Hände, diese Läufe. Und aber oft hört man die Wechseln, die Langwechseln in den Abschnitten, in den Phrasierungen. Und damit dir das nicht geschieht, zeige ich dir anhand einer Übung von Herrn Schaum aus dem Band 2 der Fingerkraft, wie man das üben kann. Natürlich würde ich jetzt nicht, vielleicht kann man auch machen, eine große Beethoven-Sonate, erstmal eine kleine Beethoven-Sonate oder eine Sonatine nehmen und direkt am Stück zeigen. Aber da wir hier nicht die Zeit haben und vielmehr kann ich meine Videos nicht immer zu lang machen, sonst guckt sich die keiner an. Ich hoffe, du guckst jetzt mein Video bis zum Ende an. Auch wenn es dich vielleicht nicht interessiert, vielleicht lernst du dabei. Gib mir eine Chance, bitte. Und vielleicht, wenn ich sehe, momentan ist meine Durchschnittsdauer, die meine Videos immer angeschaut werden, liegt bei 2 Minuten 40. Das ist, weißt du, mein Video dauert 10 Minuten und die ersten 2 Minuten werden angeschaut. Ist halt nicht relevant für einige. Ja? Also, wenn ihr mir zeigt, dass euch meine Videos Spaß bringen und du mehr Zeit haben möchtest, also beziehungsweise möchtest, dass ich rede, die Zeit vergeht. Wahrscheinlich habt ihr hier schon ausgeschaltet. Ihr wisst, was ich meine. Lasst uns beginnen. Also, bevor wir dieses Stück uns bzw. spielen werden, möchte ich, und das würde ich immer allen wirklich ans Herz raten, das Stück visuell anschauen. Wir sehen hier erstmal ein paar Zahlen. Was uns direkt ins Auge fällt, sind sogenannte Bögen. Wir möchten erstmal nicht ins Detail gehen. Das sind Bögen. Und jetzt, okay, wir sehen erstmal Bögen aufwärts und dann Bögen abwärts. Gut, wir sehen einen Viervierteltakt, wir sehen Forte und wir sehen Legato. Ganz wichtig, damit wir Klarheit haben. Oben steht Viertel gleich 108 bis 176. Das ist, wie schnell man spielen kann. Und wir sehen gleichzeitig L.H. R.H. Das heißt, die ersten vier Töne spiele ich mit der linken Hand und die nächsten vier Töne spiele ich mit der rechten Hand. Was wollte Herr Schaum mit dieser Übung? Also da er diesen Phrasierungsbogen notiert hat, welches gleichzeitig auch Legato ist, hat er sogar hingeschrieben, damit wir unbedingt Legato spielen, möchte er das so haben, dass es alles unter einem Bogen ist. Und wenn Komponisten sowas notieren, dann ist es von großer Bedeutung, dass es wirklich wie die Töne nacheinander klingen, ohne dass wir zuhören, beziehungsweise ohne dass wir außersehen merken, da hat er nochmal angesetzt. Da er möchte keinen neuen Impuls unter diesem Bogen. Ja? Und jetzt spiele ich euch zunächst vor, wie es einige Kinder, junge erwachsene SchülerInnen spielen. Und so weiter. Ich lasse es uns, ich erspare das einfach uns. Wie sollte man das richtig spielen? Jetzt von oben. Ja, da, da, da. Und so weiter. Und so weiter. Lasst uns keine Zeit verlieren. Was habe ich anders gemacht? Der Schüler, also der Musikschulschüler hat so gespielt. Er hat jeden Ton gespielt und quasi die Übung rein, wirklich wörtlich genommen, Fingerkraft. Keine Etüde, keine wirklich Fingerkraftübung, technische Übung ist rein technisch gesehen. Jede Übung muss man mit den Ohren verknüpfen, ich bitte dich, ja. Und dementsprechend werden wir auch so arbeiten. Das heißt, schauen wir uns noch mal ein paar Takte an. Es beginnt vom Bogen unten und endet mit dem C. Also wir haben C, C, D, D, E, E und das ist auch Forte, ne? Und das bedeutet gleichzeitig, wir beginnen mit dem C. Ein
Impuls geben. Impuls, Entschuldigung. D. Es ist auch eine versteckte Melodie da. Das heißt, C im ersten Takt, im zweiten Takt, D. Eine Tonfolge ist das. Und Hans von Bülow hat mal gesagt, wenn man das jetzt so anschaut oder insgesamt anschaut, keine Tonleiter, keine Folge von Tönen ist einfach rein technisch zu spielen. Jede Tonfolge, Tonleiter ist eine Melodie. Verzeihung. Und aus diesem Grund sollte man das auch wörtlich nehmen und auch weil er auch der Komponist so notiert hat. Also. Okay, und jetzt sagst du, aber Marlen, ich versuche so zu spielen, aber es klappt leider nicht. Ich kann es verstehen und ich glaube, dass du es wirklich geübt hast und versucht hast, aber es trotzdem nicht gelingt. Hier ist die Krux zwischen dem letzten Ton der linken Hand und dem ersten Ton der rechten Hand. Dafür bringt es dir kein stundenlanges Üben, wenn du es einfach tausendmal spielst. Ja? Also wenn dir einige sagen, du musst 5 Stunden etwas machen, dann erreichst du dieses Level. Ja, kann richtig sein, kann falsch sein, wenn du nicht weißt, was du zu üben hast. Aus diesem Grund, F und G verknüpfen. Höre, wie der eine Ton dem nächsten Ton übergibt, ja? Nicht so. Das sind, Entschuldigung, tote Klänge, die nichts miteinander zu tun haben. Das sind zwei Menschen, die sich anbeißen. Aber das sind zwei Menschen, die harmonieren müssen, ja? Und der nächste, die nächste Verbindung, das kann man so durchüben. F, G. Im nächsten Takt G, A, A, H und so weiter, ja? Und dann beginne Forte und Decrescendo. Ja? Je langsamer man die Übung macht, desto schwerer, weil der Ton ja abnimmt, abstirbt. Verzeihung, wenn ich das so sage, aber so ist das. Und wenn ich langsam spiele, der Ton wird noch leiser und es wird noch schwerer anzuknüpfen. Also beginne wirklich Forte. Und damit keine Stöße erzeugt werden und keine unkontrollierten Stöße, bitte ich dich, diese 4 Töne schon vorzubereiten, schon auf die richtige Position zu legen und jetzt nacheinander zu spielen. Höre, jetzt ohne Pause. Ja, also nochmal. Und so weiter. Wo ist das E-Malen? Jetzt. Genau, ich habe es ein bisschen auch zu leise gespielt, ja. Und eine kleine Bitte von mir. Ich sehe bei einigen, die spielen wirklich so. Die kleben an den Tasten. Ich bitte euch nicht zu kleben an den Tasten. Das heißt, immer, wenn der nächste Ton kommt, wegnehmen den vorigen. Das ist Legato-Spiel. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich euch. Oder schaut gerne alle meine YouTube-Videos an, würde ich mich freuen. Und der Algorithmus würde sich auch freuen. Wir alle würden uns freuen. Und jetzt spiele ich euch das nochmal von vorne. Akzent, jetzt Forte. Genau. Von oben heißt es auch dekrescendieren, ja? Je leiser du beginnst, desto schwerer wird es sein. Also beginne ruhig Forte, steht ja Forte. Und die Melodie ist oben, wenn du von oben kommst. Und so weiter, ja. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und wenn du solche Läufe in deinen Stücken findest, genauso üben, ja, dafür sind ja diese Etüden, diese Hilfsübungen ja da, dass wir das anwenden können, was wir in solchen Stücken geübt haben, in solchen Etüden. Ich will nicht immer Etüde sagen. Da Etüde hat sich dann im 20. Jahrhundert weiterentwickelt, wurde zur Konzertetüde bei Franz Liszt Chopin. Wiederum ein anderes Thema. Ich schweife ab. Ich bedanke mich ganz herzlich und würde mich natürlich freuen, wenn du
wenn ich dir wirklich gefallen habe, wenn du es auf Abonnieren drücken würdest, auf Daumen hoch, einen Kommentar hinterlassen würdest und dir wünschen würdest, was ich im nächsten Video thematisieren könnte. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Schönes Wochenende euch.